Ein Schneesturm mit 30 cm Neuschnee und Kälteeinbruch zogen in den letzten Tagen über den Nordosten der USA. Was braucht man in so einem Sturm am dringendsten? Eine funktionierende Heizung. Was braucht man nicht? Ein geplatztes Heizungsrohr, und zwar in der Wand. Und darum geht's in diesem Video. Let's get into it! Die Lucas Show Episode 18. Mein Name ist Lukas, ich bin als Immobilieninvestor und Landlord in der Region Philadelphia an der Ostküste der USA tätig. Auf meinem Kanal geht es um die Themen Immobilien, Management und Investitionen. Wenn euch das interessiert, abonniert den Kanal, das ist kostenlos. Lasst mir ein Like da und schreibt mir in die Kommentare, welche Themen euch noch interessieren. Heute geht es um ein älteres Haus, was, wenn ihr den Kanal verfolgt und abonniert habt, ihr schon aus vorhergehenden Videos kennt. Und zwar ist es das kleine Haus hier, Baujahr 1940. Das Haus hat eine ganz alte Radiatorheizung, gusseiserne Heizkörper, schön, Wasser wird drin umgewälzt und gibt dann die Wärme gleichmäßig an dem Raum ab. Baujahr 1940, das Haus, die Rohre, alles 1940. Der Gasboiler, mit dem das Ganze erwärmt wird, hat ein Baujahr 1983. Wie ist die Vorgeschichte? Die Heizungsfirma kam bereits schon dreimal wegen einem Radiator, der nicht richtig geheizt hat. Und deren Lösung war einfach nur das Ganze sozusagen bleeden, also den Heizkörper entlüften. Das haben sie gemacht, hat aber nicht funktioniert. Dann haben sie den Druck erhöht auf dem Heizkessel, um im System mehr Druck zu bekommen. Und diesen Druck, den haben wir jetzt in Form von einem geplatzten Rohr aus der Wand. Im Keller ist sozusagen eine kleine Tropfsteinhöhle entstanden. Es kommt Wasser direkt langsam aus der Wand getropft, und zwar hinter einem Heizungsrohr. Das heißt, das Heizungsrohr hat ein Leck. Das Leck kann jetzt direkt hinter der Wand sein, es kann aber auch oben im zweiten Stock, also in dem Obergeschoss sein und da langsam runtertropfen. Und das muss jetzt der Heizungsbauer rausfinden. Was ist die weitere Vorgehensweise? Wie findet man das jetzt und was muss jetzt gemacht werden? Zuerst mal muss das Wasser abgelassen werden aus dem gesamten Heizkreislauf. Das heißt, in dem aktuellen Wetter bei der Kälte kann die Heizung nicht benutzt werden. Unschön für die Mieter, aber lässt sich jetzt gerade nicht ändern. Dann muss das Leck gefunden werden. Wenn wir Glück haben, ist es genau unten hinter der Wand. Wenn wir Pech haben, ist es oben im ersten Obergeschoss. Das heißt, die ganze Wand von unten vom Keller bis nach oben muss aufgepickert werden, um das Leck zu finden, also Stück für Stück. Wenn das Leck gefunden ist, wird das Rohr ausgetauscht. Dann wird dieses Rohr zumindest in dieses alte Rohr und das neue Rohr eingefasst und irgendwie verbunden. Das müssen Sie sich noch ausdenken, wie Sie es machen, weil das ist ein altes gusseisernes Rohr. Das lässt sich nicht mehr schweißen und da lässt sich auch nichts abschrauben, also müssen Sie ein neues Kupferrohr irgendwie da reinflexen. Wenn das dicht ist und die das geprüft haben, dann lassen Sie wieder das Wasser rein bzw. erhöhen den Druck auf den Kessel und gucken, ob jeder Radiator im Haus, jedes Zimmer wieder warm wird. Wenn das der Fall ist, sind wir soweit fertig, haben nur eine Riesensauerei im ganzen Haus, weil nämlich dann die ganze Wand im schlimmsten Fall offen ist. Der Mieter ist unglücklich, aber er hat eine funktionierende Heizung. Mal schauen. Die Heizungsfirma ist durch, das Ganze scheint jetzt gerettet zu sein. Was haben sie gemacht? Sie haben das gesamte Wasser in diesem Heizsystem abgelassen. Das heißt, das ganze Haus hatte heute den ganzen Tag lang keine Heizung. Als zweites haben sie die Wand aufgepickert und haben geguckt, wo das Leck ist. Und hier haben wir Glück gehabt, weil das war genau hinter der Wand, wo das Rohr an die Wand geht und als Steigleitung nach oben geht. Genau da war das Leck. Das heißt, sie müssen nur den Keller aufpickern und kurz oben drüber im Schrank, im Wandschrank glücklicherweise, eine Plastervertäfelung einfach runternehmen und dann hinter diesem Plaster, also hinter diesem Trockenwand, einfach das Rohr abflexen, neues Kupferrohr reinlöten, löten, schweißen und ja, dann haben sie geguckt, ist da ein Leck drin, haben langsam Druck auf das System gegeben, es war alles dicht, auch ihre Schweißnähte haben gehalten, dann haben sie den Druck erhöht und die Mieterin hat jetzt wieder im ganzen Haus eine vollständig funktionierende Heizung. Nochmal Glück gehabt. Wenn euch solche Themen interessieren, lasst mir ein Like da, abonniert den Kanal, dann kriegt ihr immer die neuesten Informationen zu allen Häusern, allen Vorkommnissen, alles um das Thema Investitionen, Immobilien und Management in den USA. Danke. So ein geplatztes Rohr in einer Wand drinne war jetzt eine teure Angelegenheit. Die Plumber-Jungs haben jetzt zu zweit den ganzen Tag da gearbeitet und das Ganze kostet mit Material, allem drum und dran und Steuern stolze $2.777. Aber zum Glück haben wir das beim Kauf des Objekts mit eingepreist. Old House Problems. Und da hat man im besten Fall immer noch ein bisschen Puffer, um das Ganze nach irgendwie abzufedern, dass man dann nicht quasi
mit der Rendite unter Wasser ist, wenn mal sowas eintritt, was ja eintritt. Dafür bildet man ja seine Rücklagen und die Reserven dafür. Was schiefgehen kann, geht offensichtlich auch schief. Lasst mir ein Like da, abonniert den Kanal, das hilft dem Kanal selbst und zeigt dem YouTube-Algorithmus, dass ihr hier was mitnehmen könnt. Wenn dem so ist, sehen wir uns im nächsten Video, in der nächsten Episode. Bis dahin.